Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, nächsten Video hier auf zuvielbezahlt.de. Ja, zunächst möchte ich vorwegschicken, ich hoffe, dass Sie gesund geblieben sind, dass Sie gesund bleiben und dass es Ihnen gut geht. Das ist erstmal das Wichtigste in der aktuellen Zeit. Aber hier auf diesem Kanal geht es nun mal um das Thema Geldanlage, um das Thema Kapitalanlagen. Und hier möchte ich Ihnen ein Update geben, Crash 2020. Und diese Assetklasse explodiert als nächstes. Wenn das Ihr Thema ist, ja, und wenn Sie wissen möchten, wie Sie jetzt noch schnell handeln können oder vielleicht auch Freunden und Bekannten dabei helfen können, jetzt noch ins Handeln zu kommen, dann schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an, denn auch hier wird es nur eine begrenzte Zeit oder eine begrenzte Handlungsfähigkeit noch geben. Also wenn es Ihr Thema ist, dann schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Vielen Dank. So, hallo. Und zwar geht's, ich habe mir das hier mal alles ein bisschen zusammengetragen, ja, alles ein bisschen aufgeschrieben und ein paar Ausdrucke gemacht, auch damit ich wirklich nichts vergesse hier in diesem Video, denn es ist einfach mal wichtig, dass man versteht, was gerade hier jetzt passiert. Also ich habe ja das Video genannt, Crash 2020, diese Assetklasse explodiert als nächstes. Das ist klar. Also einige Assetklassen der drei Speichenregel, ich habe es ja immer wieder gezeigt, sind ja schon explodiert. Da muss man einfach mal überlegen, was da gerade passiert. Es gibt auf der einen Seite natürlich jetzt auch Nobelpreisträger, wie beispielsweise Robert Schiller, dessen Schiller-Indikator im letzten Jahr hochrot aufgeleuchtet hat und schon diesen Crash vorhergesagt hat. Diese Menschen warnen uns nun vor der schlimmsten Krise aller Zeiten. Wer das jetzt noch nicht verstanden hat, was da gerade passiert, der wird definitiv ganz massiv auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn auch hier auf YouTube gibt es mittlerweile ganz viele Leute, ja, die hier jeden Tag irgendwas zum Besten geben zu den Finanzmärkten, warum gerade irgendwie wo was passiert, welche Assetklasse warum gefallen ist. Leute, alles gut. Ja? Also keiner konnte das vorhersehen, was gerade passiert. Aber ich kann eine Sache schon mal vorweg schicken und diese drei Speichenrad. Und wer bei mir schon mal zur Beratung auch war, der weiß genau, dass dieses Drei-Speichen-Rad natürlich immer um eine weitere Asset-Klasse oder Anlageklasse erweitert wurde. Und das ist die einzige, die jetzt gerade im Moment zählt. Und das ist Cash. Das heißt also, ich kann jedem hier schon mal vorweg nur noch mal raten, dass er sich also erstmal mit Cash versorgt. Das ist Bargeld, auch ein bisschen was mit nach Hause nimmt. Denn ich habe hier ein paar Insider-Informationen von ein paar Bankern. Also es gibt Banken, die haben in den letzten 5 Tagen über 14 Millionen Bargeld ausgezahlt. Also im Hintergrund läuft er schon, so im Kleinen, dieser Bankrun. Viele Menschen haben Angst. Aber auch hier gilt natürlich, ja, nicht alles abholen und nicht alles in diese eine Anlageklasse stecken. Denn was Klumpenrisiken bedeuten, da kommen wir im Laufe dieses Videos auch nochmal dazu. Also wie gesagt, ihr müsst wissen, was gerade hier passiert. Und das möchte ich euch jetzt einfach Stück für Stück mal erklären. Also wir haben ja immer davon gesprochen, dass die Drei-Speichen-Regel die Lösung für alles ist. Also warum sie das ist und warum sie das auch bleibt, das erfahrt ihr im Laufe dieses Videos. Also zunächst müssen wir erstmal wissen, was wir gerade hier erleben. Wir erleben hier einen Crash sondersgleichen. Das heißt also, die Finanzmärkte sind kollabiert und wir schlittern jetzt in die Rezession. Die Folge dieser Rezession wird eine deflationäre Phase sein, die jetzt natürlich eingeläutet wird. Ja? Weil wir haben absoluten Stillstand, Lieferketten fallen aus, Menschen können nicht zur Arbeit gehen, Produktionslinien werden zurückgefahren, bis komplett ausgeschaltet. Und jetzt muss jeder wissen, dass jeder am Schluss natürlich irgendwo davon betroffen ist. Und was ist eine Deflation? Also ich hänge das auch unten nochmal ins Video mit dazu. Ich lese es mal kurz vor, dass das auch jedem klar ist. Ja, also unter Deflation versteht man in der Volkswirtschaftslehre einen allgemeinen, signifikanten und anhaltenden Rückgang des Preisniveaus für Güter und Dienstleistungen. Und so entsteht die Deflation. Wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage geringer ist als das gesamtwirtschaftliche Angebot, dann haben wir natürlich auch eine Absatzkrise. Und was natürlich dann die Folge sein wird, eine Deflation kann zusammen mit einer Depression auftreten. Und das ist also auch was, was uns blühen kann, weil natürlich es gerade zum totalen Stillstand kommt, also auf der Welt. Ja? Also das muss man wissen, also totaler Stillstand haben wir noch nicht, aber wir sind natürlich gerade dabei, alles auf ein Minimum zu reduzieren. Und deswegen passiert natürlich auch gerade Folgendes. Also Aktien sind massiv gefallen, Edelmetalle halten sich, also der eigentliche Goldpreis hält sich noch erstaunlich gut. Aber der kann natürlich auch noch mal massiv unter Druck geraten. Das ist in so einer Phase so, denn wir reden ja hier
gerade über das Thema Güter, also Sachwerte auch, Aktien. Wie gesagt, Unternehmen verlieren an Wert in solchen Phasen, dann Edelmetalle verlieren an Wert, und aber erst nur im ersten Step. Und das kann man auch wieder wunderbar messen. Das habe ich ja auf diesem Kanal über Jahre hinweg immer versucht, euch zu erklären. Also ich habe mir hier mal die aktuelle von heute, aktuellen Charts zurechtgelegt. Also man sieht auch am Gold-Dow-Jones-Ratio, das ich euch schon öfter gezeigt habe, in den letzten Jahren, speziell seit 2013, ne, haben die Aktienmärkte Gold natürlich massiv outperformed, das ist völlig klar. Und wenn man jetzt aber den Chart heute anguckt, ich kann es euch jetzt hier nicht zeigen, ist auch gerade nicht das Thema, jetzt der DAX nähert sich gerade dem Niveau an, auf dem Gold gerade ist. Ja. Und genau dieser Spread, der irgendwann im Laufe dieses Konjunkturzykluses dann entstehen wird, dass Gold massiv eben diese Aktienwerte outperformt, darauf warten wir noch. Das wird auch definitiv passieren. Denn wenn die Risiken aus dem Markt sind, also wenn die ganzen Finanzzocker mal den Markt verlassen haben, das erzählen andere ja hier täglich mittlerweile, ja, aber wie gesagt, eine Münze Gold ist eine Münze Gold, heute, gestern und morgen, ja, das muss man auch wissen. Und wie gesagt, auch die anderen Investments, die man so tut, ja, auch Goldminenbetreiber, ja, also das haben wir ja auch als Beimischung dabei. Wir haben natürlich auch eine ganz große Cash-Position in unserer Vermögensverwaltung mit drin dabei, schon immer gehabt, ja, mit unserem MR200. Das hatte ich schon mal an anderer Stelle erwähnt, ja, da sind wir komplett safe jetzt, ja, die Aktienmärkte sind hier abgesichert, wir sitzen in Cash. Und das ist im Moment viel wichtiger wie alles andere. Also wie gesagt, Bargeld zu Hause haben ist erstmal wichtig, um die nächste Zeit mal zu überdauern. Ja, weil wie gesagt, es kann natürlich auch mal passieren, dass die Banken schließen, weil dieser Bankrun größer wird. Die Bargeldreserven sind natürlich nicht unbegrenzt, vor allem nicht bei dieser Geldmenge. Das muss auch jedem klar sein. Und das stellt man jetzt gerade fest. Also die Aktienkurse reduzieren sich jetzt auf dem Kurs des Goldpreisniveaus. Also das ist mal wichtig, diese Information. Und dann, wenn man jetzt natürlich mal die letzten 3 Monate betrachtet, dann sieht man natürlich, dass der Goldpreis, also wenn ich jetzt den 1.1. nehme, bis heute, ja, eine Schwankung hatte und knapp unter seinem Wert notiert vom 1. Januar. Und während Aktien, also Dow Jones und jetzt beispielsweise der DAX, weil wir in Deutschland sind, da gucken die Leute immer drauf, der hat ja zwischendurch mal fast 40% Wertverlust erlebt. Der Dow Jones stand heute um die 30. Also dann war es doch ganz gut, wenn man Gold als Beimischung mal hatte. Ja, das ist also auch nochmal wichtig. Und welche Assetklasse als nächstes explodiert, da komme ich dann dazu. Also wie gesagt, unbedingt dranbleiben, aber ich möchte es erstmal diesen Gedanken zu Ende führen. Und jetzt kommt noch was, eine ganz wichtige Information hinzu. Also im Moment ist es fundamental wichtig, dass man erstmal abwartet, was hier passiert. Ja, also eine Nachinvestition in die Aktienmärkte oder sonstige Dinge halte ich für, ja, absolute Spekulation, absolute Zockerei, weil im Moment gibt es keine Fundamentaldaten. Momentan steht die Welt still und deswegen ist es einfach mal wichtig, dass man mal überlegt, was es auch in den letzten Krisen oder was in den letzten Krisen passiert ist. Und auch selbst 1929, ich habe den Chart in meinem E-Book damals auch, wie sie ihr Vermögen vor dem großen Crash in Sicherheit bringen, ja immer wieder gezeigt. Also die Krise 1929, ja, hatte ja auch erst einen massiven Rücksetzer. Dann kam nochmal die Gegenbewegung der Aktienmärkte. Also die kann funktionieren und kommen, wenn wir das nächste Mal wieder vors Haus dürfen. Also wir gehen auch davon aus, dass es eine Ausgangssperre in Deutschland geben wird. Also es wird gerade diskutiert, also während ich dieses Video gerade drehe, ist es noch nicht amtlich, aber wir können mal davon ausgehen, dass es kommt. Und wenn wir wieder vor die Tür dürfen, kann es schon möglich sein, dass die Aktienmärkte nochmal zurückkommen. Ja, also es wird ja gerade Helikoptergeld verteilt in den USA, das ist diskutiert worden, 1.000 Euro oder bis 4.000 Dollar pro Amerikaner soll da zur Verfügung gestellt werden. Die EZB diskutiert über weitere Anleihekäufe, aber was ist das für Geld? Das ist gedrucktes Geld, völlig wertlos, weiteres Papier, völligst uninteressant. Es wird den Markt nie wieder retten können. Wir haben eine wahnsinnig hohe Staatsverschuldung, ich habe es ja gesagt. Seit 5 Jahren erzähle ich das. Ich erzähle immer wieder von dieser uns bedrohenden Derivatebombe von fast 800 Billionen. Und das ist das, was unseren Wohlstand bedroht. Und diese Krise wird hoffentlich gut ausgehen. Und wie gesagt, viele werden ganz viel verlieren, vor allem wenn sie wissen, welche Assetklasse als nächstes kollabiert. Und es kann also sein, dass diese Aktienmärkte nochmal kommen. Ja, das kann sein, dass wir nochmal hier eine Gegenbewegung erleben. Aber es kann natürlich auch sein, dass aufgrund dieser deflationären Entwicklung wir in die Depression rutschen, dass es also Massenarbeitslosigkeit gibt,
dass es im Endeffekt zum Verlust von vielen Dingen kommt. Ja, also bis hin zum kompletten Wohlstand, was man da Lebensleistung aufgebaut hat. Das ist keine Schwarzmalerei. Ja? Also wie gesagt, ich bin damals belächelt worden, 2015. Wenn Sie es jetzt heute noch nicht glauben, also die Welt steht still. Es passiert gerade wenig bis gar nichts. Und man muss einfach jetzt mal den gesunden Menschenverstand einschalten, was da gerade mit uns läuft. Und erst spät in diesem Zyklus, und das ist immer so gewesen, das war 2007, 2008, 2009 so, da passiert mit Gold erstmal gar nichts. Das habe ich auch immer wieder in allen Beratungen erzählt. Ich habe diesen Chart gezeigt, habe gesagt, Leute, die Aktien brechen weg. Das passiert erstmal nichts, ja, weil, wie gesagt, dann auch immer diese deflationäre Entwicklung dazu kommt. Die Sachwerte fallen, auch Gold fällt erst nochmal. Und ganz am Ende dieses Zykluses, dann kommt es zu diesem Spread, Aktien tief, Gold hoch. Und das wird uns diesmal auch wahrscheinlich erwarten, weil die Notenbanken haben die Tresore vollgeknallt. Ich habe es ja auch in den letzten Jahren immer wieder erwähnt. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man keine Klumpenbildung hat. Es wäre jetzt auch ein Fehler, deswegen komplett in Gold zu investieren. Das habe ich auch immer gesagt. Wichtig ist die riesige Streuung, aber nicht nur in den Märkten, im Aktienmarkt große Streuung zu haben, weil auch hier werden ganz viele Firmen den Markt verlassen. Können wir uns heute noch gar nicht vorstellen, wen es da alles erwischen wird. Deswegen ist es wichtig in unseren Vermögensverwaltungen. Wir haben bis zu 15.000 Unternehmensbeteiligungen da drin. Also selbst wenn es 5.000 erwischt, von denen sind immer noch 10.000 da. Also wie gesagt, so drastisch ist die Situation tatsächlich. Und das muss man einfach mal wissen und parallel dazu alle Assetklassen haben. Das ist also mal entscheidend erstmal. Aber die Cash-Position jetzt erstmal aufrechtzuerhalten und hier nicht in irgendwelche Märkte investieren, planlos, das ist wie ein Griff in, der Dirk Müller hat es vor kurzem gesagt, das ist sehr zutreffend, also wie nicht ein Griff wie ins fallende Messer, das ist ein Griff ins, in die fallende Kreissäge oder fallende Motorsäge, weil da kann man sich wahnsinnig verbrennen. Und das muss man jetzt erstmal abwarten, wie das weitergeht. Und dann kann man wieder eine Entscheidung treffen. Also Cash ist jetzt erstmal King in so einer Phase. Aber wie gesagt, wir haben mit unseren Vermögensverwaltungen MR200 ganz massive Cash-Positionen jetzt aufgebaut. Wir haben im Endeffekt auch in all unseren Strategieportfolien diese Cash-Positionen drin. Je nach Anlagehorizont des Einzelnen. Und wir haben natürlich ein Vollgas-Portfolio mit unserem Nachhaltigkeitsdepot, das natürlich auch die Asset-Klasse Edelmetalle spielt. Aber das ist einfach wichtig, dass man das weiß. Und das kann man, wie gesagt, auch messen am Gold-Dow-Jones-Ratio. Das war natürlich heute, wir haben es heute früh um 9.04 Uhr berechnet. Das liegt heute bei 13,38, also im September 2018 bei 22,36. Also ein sehr hohes Niveau damals. Das heißt also, dass damals die Aktien natürlich Gold massiv outperformed haben. Heute, wie gesagt, je niedriger der Wert ist, desto niedriger ist natürlich auch, sind die Aktienwerte. Und da habe ich mir nochmal zusammengetragen, um das einfach nochmal mit auf den Weg zu bringen. Also von 1980 bis 99, also da war ja auch dann diese Dotcom-Blase dabei. Da konnten also Aktien auch massiv deutlicher zulegen als der Goldpreis. Ja? Und das Ganze war dann im Endeffekt so, dass bis zum Jahr 2011 der Goldpreis dann aber wieder die Nase vorn hatte. Ja? Und das ist diese Wechselbewegung, die da immer wieder entsteht. Und deswegen ist es unbedingt wichtig, auch dieses Gold-Dow-Jones-Ratio im Auge zu behalten, genauso wie die 200-Tage-Linie des Goldpreises. Denn es wird im Endeffekt so sein, wenn dieses Gold-Dow-Jones-Ratio letztendlich dann diese Niveaus erreicht von 1980 oder von 2011 und 1980, dann sagt uns das natürlich auch aus, dass, wie gesagt, Aktien massiv günstig bewertet sind und dass dann trotzdem auch, wie gesagt, vielleicht die Zeit für Gold dann kommt. Und wichtig ist einfach jetzt aktuell trotzdem die 200-Tage-Linie im Auge zu behalten. Also die liegt jetzt, Stand heute natürlich, während das Video entsteht, bei 1.500,75 US-Dollar, ja, haben wir die 200, haben wir den Kurs aktuell, nee, Entschuldigung, haben wir die 200-Tage-Linie gemessen. Der aktuelle Kurs war vorhin, also auch um 9.28 Uhr in dem Fall, von 1480, also die 200-Tage-Linie ist kurzfristig drunter. Wir haben so ein Spread eingebaut oder so eine Haltelinie eingebaut von 3%, also wenn der Goldpreis nachhaltig unter diese Linie fällt, werden wir auch noch mal Goldpositionen auflösen in unserem Portfolios, weil dann auch die Gefahr besteht, dass der Goldpreis erst nochmal kollabiert. Und parallel dazu, und das ist jetzt die Auflösung am Ende, wird es natürlich jetzt demnächst eine einzige Assetklasse noch erwischen, die es noch nicht erwischt hat. Und das sind als letztes dann die Immobilien, Leute.
Also das Entscheidende ist ja, und davor warne ich ja seit Jahren, wir haben uns eine gigantische Immobilienblase aufgebaut, vor allem auch hier im ländlichen Bereich. Jeder hat gemeint, er muss bauen. Wir haben auch hier davor gewarnt. Ja. Das heißt also, wie gesagt, ich habe mir einen riesen Kredit aufgenommen, vielleicht Kurzarbeit, meine Arbeit verloren, kann ich meine Immobilie noch halten. Das ist die physische Immobilie. Aber ein noch viel größeres Risiko geht jetzt von der Anlageklasse aus, vor der ich schon immer gewarnt habe, weil es eine Blackbox ist. Und das sind klassische Immobilienfonds. Die Leute, die jetzt aktuell noch im Portfolio haben, die haben jetzt noch die Chance zu handeln. Ja? Weil jetzt ist noch die Möglichkeit da, weil es ja gesetzlich geregelt ist, wie man solche Immobilienfonds in Cash umwandeln kann. Also man sollte sich jetzt darum kümmern, bevor es zu spät ist. Vielleicht habt ihr alle die Bilder gesehen aus Berlin, aus den Großstädten. Das sind Straßenzüge, Bars, alles leer. Diese Menschen zahlen normalerweise Pacht an die Immobilienbesitzer. Wenn die keine Pacht mehr zahlen können, ja, dann haut es euch euren Immobilienfonds um die Ohren. Und das hatten wir in der Vergangenheit nicht nur einmal. Also wie gesagt, es gab ganz viele Immobilienfonds, die in den letzten Jahren schon in Schieflage geraten sind. Und das wird die letzte Assetklasse sein in dieser deflationären Entwicklung, die Immobilien, die dann wegbrechen. Und da kann ich einfach nur raten, jetzt immer an meine Worte zu denken. Also Streuung ist in dem Fall alles. Klumpenrisiken sind tödlich. Also ich habe vor kurzem wieder ein Beratungsgespräch gehabt mit jemandem, der über 400.000 Euro Depotgröße hatte und davon sind 70% in Immobilienfonds investiert. Liebe Leute, was hat das bitte mit Risikostreuung zu tun? Was hat das mit Diversifikation zu tun? Und wie gesagt, wenn diese Immobilienblase platzt, wirst du deinen Immobilienfonds nie wieder los. Ja? Dann werden die abgewickelt und das, was am Schluss übrig bleibt, ist verschwindend gering im Vergleich zu der Investition, die man ursprünglich mal getätigt hat. Also das soll es mal so im Groben hier gewesen sein. Ja? Also wie gesagt, ich musste mir das heute alles ein bisschen hier zusammentragen, weil wie gesagt, die Gehirnleistung auch jetzt mittlerweile ein bisschen nachgelassen hat nach diesen stressigen 4 Tagen. Aber mir ist es einfach wichtig, euch hier ein Stück weit auf dem Laufenden zu halten, was da gerade passiert. Also guckt, dass ihr ein bisschen Bargeld zu Hause habt, dass ihr die Zeit jetzt überdauert, dass ihr gesund bleibt, dass ihr euch an die Regeln haltet, ja, dass man also einfach wirklich zu Hause bleibt, dass man dieses Virus kontrolliert bekommt. Und dann wird es irgendwie weitergehen. Wie weiß jetzt aktuell noch keiner. Aber wie gesagt, ich halte es für absoluten Käse. Also wenn ich mein Postfach angucke, mein E-Mail-Postfach, also bei manchen Newslettern, wo man sich da mal so angemeldet hat, die heute erzählen, dass jetzt Zeit zum Nachkaufen ist, Leute, ganz einfach, bleibt mal ganz entspannt jetzt hier, beobachtet mal die Situation und beobachtet mal, was die großen Player dieser Welt machen. Und ich habe es ja immer wieder erwähnt, ja, die großen Immobilienfirmen dieser Welt, die waren im Verkaufsmodus, wo alle gebaut und gekauft haben. Die Immobilienpreise haben eine Blase aufgebaut, sondersgleichen. Und deswegen ist es hier an der Zeit, jetzt auch, wer es noch kann, ein Stück weit Kasse zu machen. Das ist einfach nur meine Empfehlung, ja, aus meiner Erfahrung raus. Ihr könnt es beobachten, was passiert. Und ganz am Schluss wird natürlich diese Regel gewinnen, denn sie hat sich schon bewegt. Ja, die Aktien, also die ganze Zeit stand es ja so. Also die Aktienmärkte haben schon im Endeffekt sich nach unten bewegt. Also die Edelmetalle sind schon, wenn man jetzt den DAX, ich habe es gerade im Chart berechnet, ist schon fast gleich auf vom Kursverlauf der letzten Zeit. Und wenn dann die Party richtig abgeht, wie gesagt, wird der Edelmetallpreis am Ende dieses Zykluses, dieses Konjunkturzykluses wieder einmal mehr dafür sorgen, dass es wenige Gewinner gibt und ganz viele Verlierer. Auf die Diversifikation kommt es immer wieder an. Ich hoffe, es ist angekommen, was ich euch sagen wollte. Ja, es soll es bis hierhin gewesen sein. Bleibt gesund, das ist meine Empfehlung an euch. Ich wünsche euch alles Gute. Und ja, dass wir uns alle gesund wiedersehen, vor allem auch meine Mandanten, ja, die ich natürlich momentan auch mit diesen Videos wunderbar versorgen kann. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, wie zu sagen, also wir bleiben am Ball, solange wir können, solange das alles noch möglich ist. Wir haben alles getan, ja, um für die Sicherheit des Geldes zu sorgen. Wir haben breite Streuungen in unseren Portfolien über alle Assetklassen hinweg. Und jetzt gilt es einfach, diese schwere Zeit zu durchstehen. Und in der Hoffnung zu bleiben, dass am Ende alles gut wird. Ja, bis bald, euer Marco Reus.